The Breakers used to come here for target practice. We used to play a little game. See who could bust the most targets and the fewest shots. Okay. Räumen wir mit ein paar Schüssen alle Ziele ab. Das Schöne ist, wir haben jetzt hier keine Zeit gegeben, so wie das aussieht. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir in so wenig möglich Schüssen so viele Dinger hinkriegen wie. Also. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also in maximal fünf kriegen wir das hin. So. Das wollte ich machen. So können wir nämlich zwischen den Zielen hin und her wechseln. Was habe ich denn gelabert? Das wird noch hübsch. Okay, das war gut. Fünf, da haben wir sechs Schüsse. Ah ne, da unten ist ja noch einer. Ja! Ist bestimmt fünf. Fünf ist bestimmt der letzte Preis. So, was haben wir hier? Etwas Sehniges. Ups. Was ist das? Etwas Aufwendiges. Gucken wir uns mal an. Etwas Aufwendiges. Ein Aufwertungsmaterial für eine bestimmte Waffe. Ein Kalenderuhrwerk zur Planung von Arbeit und Freizeit. Die Federn und Zahnräder können sinnvoll genutzt werden. Könnten sinnvoller genutzt werden. Okay. Ich habe jetzt gar nicht gelesen. Aber wir können das hier nochmal direkt neu starten. Kid ain't had enough of the Breakers Barracks. Das ist nämlich sehr schön. Eigentlich wird uns das angezeigt, glaube ich, für wann, wie viel wir die nächsten brauchen. Döns. Takes practice. And a mighty strong bow helps too. Ich will kein Ziel wechseln. Oh, es ist mal kacke. Nee. Steht das nicht da? Nee, fünf Schüsse oder weniger, genau. Fünf Schüsse oder weniger. Ich versuche das jetzt. Oh, wie kriege ich das denn hin? Hab ich ja gesagt. Fünf. Achso, wir müssten den mal hier vielleicht mitnehmen. Habe ich bald. Ja, sehr schön. Wir könnten das jetzt in fünf schaffen.
Yes! Sehr gut! Erster Preis! Belohnungsmusik! Bringersalve! Was ist das denn? Hey, was ist das? Bringersalve. Können wir jetzt das nachgucken, was es ist? Nee. So. Sehr schön, aber wir haben das jetzt schon hinter uns gebracht. I almost don't believe it when he says he passed the Breaker's Challenge. Okay, jetzt quatschen wir nochmal mit ihm hier. Sometimes a single look says it all. Na gut. Oder ist das hier in dem... Ich weiß es doch nicht. Nee. Squirt cider will toughen you right up. Too bad about the musty aftertaste. Na gut, dann machen wir noch ein Level, würde ich sagen. Ja, ist auch abgeschlossen, wie wir sehen. Das ist ja halt unsere Basis. Ja, und dann gehen wir jetzt zum Arbeiterviertel. Finde ihn, also den Kern, und bring ihn zurück. Du findest vielleicht auch nützliche Vorräte. The Workmen War. Them windbags used to keep the city humming along here. Okay, dann ab zum Arbeiterviertel. Now he lands at the intersection between bad and wrong. Ought to be a core down one of these twisted streets. But which one? He heads for the squirt steps. Won't be no field trip this time. Okay, wir haben jetzt hier vier Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen. Wir nehmen einfach mal die, die am nächsten gelegen ist. Up north is where the gas filler foreman used to live. Tending to his flock. Okay. Ja, machen wir hier mal wieder Unruhe, ne? So, ich habe gerade wieder sehr wenig gelabert. Ich war gerade etwas beschäftigt mit Leute töten. Ja. Sehr schön. Und da liegt was. Ein Schal oder sowas. Zerlumpte Haube. No white gas fellas all dress alike. Kids wondering the same thing. Ein Andenken, ein verschmutztes Kleidungsstück, wie es die Gaskerle tragen. Gaskerle kümmerten sich früher um die Minen, aber jetzt jagen beunruhigende Mengen von ihnen in den Überresten. Ich muss mich unbedingt mal informieren, wie das ausgesprochen wird. Selondias. Aber nach was? Tja. That is a very good question. Gehen wir mal weiter hier den Weg. Ich glaube, wir müssen die Level auch sogar mehrmals betreten. And there it is. But it's locked down tight in an alloy cage. Ah, das ist schon der Kern, ach so. Wow! Foreman's keeping his fellas in check. Almost like he's showboating for the crowd. Alter! Hallo? Hätte ich vielleicht noch nicht hier hingehen sollen?
Ist das vielleicht möglich? And now there's a new marshal in town. Ach, jetzt mögen die mich auf einmal. Weil ich den ihren großen Fuzzi getötet habe. Der Kern. He hears the whole place groan, but it's too tough to fall. Might as well check the other side streets before leaving this hole. Ja, genau. Das hätte ich nämlich jetzt auch gemacht. Sehr schön. Oh, da ist irgendwas. Achso, das ist nur nach Hause gedöhnt. Dann gehen wir mal hier nach rechts. He heads for the east side, where windbags used to keep the local forge. Okay, Schmiede. Ah, das ist... Odd place to find the likes of Percy the Snitch. Never much cared for that big wide grin of his. Ich denke mal schon irgendwie, dass wir die töten. Alter. Kritischer Trefferschaden wäre auch schon ganz cool. Somehow that old forge is still standing. Die nervt mit ihrem Hochgeschleudere. So ein bisschen, aber nur, ne? Das tut ja alles ein bisschen wackeln und so. Okay, dann gehen wir mal hier in die Schmiede. Inside the forge, Key can fine tune those instruments of his. Okay, jetzt können wir hier für unsere Waffen können wir das aufleveln, so wie das aussieht. Etwas Schweres. Das hatte ich auch schon mal vorgelesen, genau. Dann wähle ich das mal aus. Aufwertung auswählen. Ach genau, und jetzt... Ach genau, sag ich. Jetzt können wir... müssen wir dann auch noch diese Fläschchen, also die Währung anscheinend hier, damit müssen wir jetzt auch noch... Also wir müssen uns ein Item aussuchen und dann müssen wir noch bezahlen. Und wir hätten jetzt hier Vorschlagkopf. Gibt plus 50% Schaden. Ein härterer, schwererer Hammerkopf, der eine größere Aufschlagwucht liefert. Das wäre jetzt halt dieses eine Item, etwas Schweres oder was das war, plus 250 Währung. Dann hätten wir noch Kampfkopf, plus 10% kritische Trefferchance, ein speziell ausgewuchteter Hammerkopf, dem nichts standhalten kann. Und dafür, für die beiden, beziehungsweise für die da unten, haben wir nicht genug Geld, aber für die 500er müssen wir erst das obere davon freigeschaltet haben, so wie das aussieht. Aber ich würde einfach mal sagen, wir machen plus 50% Schaden. Kids lifelong friends looking fit to keep on fighting. Gut. Und jetzt können wir dazwischen wechseln? Tauschen, ja. Aber wir bleiben mal hierbei. So, dann haben wir noch zwei sehnige Sachen. Kostet nur 175. Ist nicht so ganz teuer wie der Hammer. Wir haben ja eine Schnellsehne. Plus 25% Zuggeschwindigkeit. Eine leichte Bar... Was? Eine leichte, bardauerhafte Bogensehne, die schnelleres Schießen ermöglicht. Whatever. Und eine Kraftsehne. Plus 2 Zielschläge pro Schuss. Eine schwerere, dickere Bogensehne, die eine überlegene Durchschlagskraft liefert. Puh. Ja, würde ich die Kraftsehne dann nehmen. With a good length of Miesgut, that bow is like new again. So, wir haben den Bogen zwar nicht ausgerüstet. Können wir damit... Aber wir könnten noch mal machen, ne? Ne, wir haben nicht genug Geld. Was damit jetzt ist, keine Ahnung, warum wir das nicht benutzen können. Aber gut, dann wären wir hier in der Schmiede schon mal fertig.
So, können wir mal weiter gucken, was hier so abgeht. Sehr schön.